zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beholder, wo wir ganz viel Chaos haben, weil ich mir ganz viele Sachen merken muss, wem ich jetzt genau was geben musste, um an welche Information zu kommen. Es ist so furchtbar. Ich dachte, es wird ein einfaches Spiel, aber... Okay, für viele von euch wird das wahrscheinlich total einfach sein. Für mich ist das gerade voll überfordernd. Meine Frau hat mich gebeten, Aspirin für Martha zu finden. Was genau sollten wir nochmal für das Aspirin machen? Die Strickjacke. Die hatten wir doch gekauft. Das war für die alte Frau, richtig? Die müsste ja auch hier wohnen. Klopfen. Oder ist die hier unten irgendwo? Wer ist das, der da unten steht? Da, die Frau ist zu Hause. Gut, dann können wir jetzt die Strickjacke geben. Sie gibt uns das Aspirin, das für unsere Tochter ist. Das habe ich noch irgendwie hinbekommen. Geh mal schneller, alte Frau. Unsere Tochter ist krank. Schönen Nachmittag. Die Strickjacke anbieten. Warm und lecker. Hier sind die Tabletten. Juhu, wir haben Tabletten. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Das war's auch schon. Oh, ganz schnell. Unsere Tochter, die hier schläft. Jetzt müssen wir, glaube ich, unserer Frau geben. Die schläft. Der können wir gerade nichts geben. Oder schläft hier unser Sohnemann? Ich weiß es nicht. Wo ist unsere Frau? Wer ist er? Patrick Stein, das ist... Ja, Vater. Über die Minen, nach der Brille fragen? Hast du die Brille gesehen, die dem alten Mann aus dem ersten Stock gehört, Patrick? Nein, entschuldige, ich muss gehen. Was? Das ist verdächtig. Nach Neuigkeiten? Verdammt, ich kann ihm die Bücher jetzt nicht mehr geben, weil wir das versäumt haben. Martha ist krank. Ja, das Problem ist, unsere Frau schläft. Ich guck einfach nochmal. War hier nicht irgendwo eine Brille? Ist das nicht egal, welche Brille? Seltene und wertvolle Bücher. Schokolade. Oh Mann. Da ist doch eine Schokoladensüßigkeit. Wahnsinn. Hätten wir einfach nur suchen müssen. Okay, hier haben wir nichts mehr. Irgendwo war noch eine Brille, meine ich. Ich nehme das Rasiermesser mal mit. Oh, da, unsere Frau ist aufgestanden. Können wir jetzt bitte mit ihr sprechen? Sie möchte nicht mit uns sprechen, oder sie mag uns nicht? Mhm. Was ist Karl? Mhm. Ah. Über die Bonbons für Martha sprechen. Womit bist du jetzt wieder unzufrieden? Warum denn? Wir haben Bonbons besorgt, so wie du es verlangt hast. Ich habe dich nur gebeten, etwas Schokolade für unsere Kleine zu kaufen. Ich habe nicht einmal nach einem Stück parfümierte Seife für mich gebeten. Ich habe Bonbons gekauft, aber da gab es keine Seife. Karl, du hast Bonbons gekauft? Danke, ich bin in letzter Zeit furchtbar besorgt. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich diese Bullen bereits den vorherigen Gebäudehausmeister abführen sehen. Der Gedanke daran, dass du an diesem Ort bist, bricht mir das Herz. Anna, lösche diese Gedanken aus deinem Gedächtnis. Ich komme schon klar. Sie machen keine Scherze, oder? Ich werde die Arbeit gut machen. Ich glaube, die Übersetzung dieses Spiels ist manchmal etwas komisch. Also manche Sätze finde ich irgendwie sehr strange. Was, wenn der vorherige Hausmeister auch so gedacht hat? Naja, Zeit zur Arbeit zurückzukehren. So, aber wir haben nicht nur die Süßigkeiten, wir haben auch Aspirin. Über Marthas Gesundheit sprechen. Hast du Aspirin gefunden, Karl? Martha geht es schlechter. Ja, nimm das. Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Momentan ist jeder krank. Danke. Ich denke, sie wird sich in ein paar Tagen besser fühlen. Okay, jetzt hat unser Sohn wieder was. Es ist Wahnsinn. Ja, Vater. Über die Minen, nach Neuigkeiten erfahren, was passiert ist. Ich muss mit dir sprechen, Vater. Was ist passiert? Ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt und möchte fragen, ob sie mit mir ausgeht. Die erste Nacht der Hoffnungslichter wird in einigen Tagen stattfinden. Es sind auch Schauspieler aus der Hauptstadt angekommen. Warte, wer ist dieses Mädchen? Andrea Gorchik. Sie ist wunderschön und klug. Sie geht gerne ins Theater. Ich habe gehört, sie möchte zur Premiere gehen. Das ist meine Chance, Vater. Ich habe nicht genug Geld für die Karten. Wie viel? $550. Was? Was sind denn das für Karten? Das ist viel Geld. Die Entscheidung verlegen? Komm, es ist unser Sohnemann. Das Theater ist ein reizender Ort, mein Sohn. Hier ist das Geld. Danke, Vater, du bist der Beste. Zahle 20 für Blumen.
guten Rat geben. Nimm etwas Kleingeld für Blumen mit. Vergiss nicht, dich vor deinem Date zu waschen. Man sollte nicht schmutzig ins Theater gehen, verstanden? Erzähl es nicht, Mutter, sonst gießt sie noch eine ganze Flasche Eau de Cologne über mich. Du kennst sie. Ach, sind wir nicht manchmal ein guter Vater. Und wer ist das da drüben? Und was ist hier mit den Papieren? Kaufen sie... Okay, die Papiere müssen wir auch irgendwann... Oh, sie möchte irgendwas von uns. Im Waschkeller. Sie baggert uns an. Hallo, mein Hübscher. Hallo. Über die Anzeige sprechen. Haben Sie viele Anrufe auf die Anzeige bekommen? Mindestens 40. Eine schöne Frau zieht immer Verehrer an, wissen Sie? Aber Aloysius ist der beste Kandidat. Ich wollte immer schon mal einen bekannten Arzt kennenlernen. Glauben Sie, dass er hier viele Prominente kennt? Ich weiß nicht, aber ich glaube viele. Toll, ich kann es gar nicht erwarten, ein Essen mit seinen Freunden zu veranstalten. Okay. Herausfinden, was sie will. Was wollen Sie? Sie haben mich durchschaut, lieber Khan. Das reicht. Vorerst. Besorgen Sie mir eine Flasche mit etwas Hochprozentigem. Ich werde sie gut bezahlen. Mir ist langweilig. Aber das ist doch... Ist das... Betrunken und glücklich. Clara hat nach Alkohol gefragt. Haben wir eigentlich mal wieder irgendwelche neuen... Es ist verboten, ausländische Musik zu besitzen. Es ist verboten, Jeans zu tragen. Okay. Also. Verschwundene Brille. Wir suchen immer noch die Brille. Richtig. Gucken wir hier mal nach. Gucken wir mal unterm Sessel. Ups, er bricht das ab. Ich dachte, ich könnte das... Da war eine neue Anordnung. Es ist illegal zu weinen oder sich mit mehr als 3 Leuten außerhalb des Hauptplatzes zu versammeln. What? Das ist aber bitter. Oh, wir brauchen irgendein Buch. Was? Oh, hat er jetzt unsere Dokumente? Was möchten Sie von dem Archivar? Über die Brille, nach der Frau, über die Hilfe. Hier ist Ihre Akte. Die Archivratten hatten Sie verloren. Ich habe sie gefunden. Juhu! Damit können wir dem Vermieter, dem ehemaligen Besitzer dieses Hauses helfen. Und... Wir klopfen erstmal. Ob er zu Hause ist? Ja, ist er. Hallo. Über die Dokumente sprechen. Ich kann noch immer nicht glauben, dass Sie sich entschieden haben, uns zu helfen. Irgendwelche Neuigkeiten? Nehmen Sie Ihr Abwesenheitszertifikat. Sie sind jetzt ein freier Mensch. Unglaublich. Sie haben es getan. Jetzt wird Sie nichts mehr vom Auswandern abhalten. Ich fürchte, es ist nicht gut. Meine Frau hat versucht, Zugtickets zu kaufen, aber sie haben ihr keine verkauft. Scheinbar stehen wir auf der schwarzen Liste. Wir müssen einen Weg finden, die Stadt zu verlassen und so weit wie möglich wegzukommen. Oder sogar das Land verlassen. Können Sie mir helfen? Ich werde versuchen, mir etwas zu überlegen. Schlussendlich ist es nur eine schwarze Liste und keine Liste von Menschen, die hingerichtet werden sollen. Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Ich habe begonnen, an die Menschen zu glauben, als ich ihnen begegnet bin. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Schimmer bei der Flucht helfen. Und immer noch die Brille finden. Kann man mit ihr vielleicht nochmal sprechen? Über ihre Pläne sprechen? Was haben Sie als nächstes vor? Dank Ihrer Hilfe sind Klaus' Dokumente ganz in Ordnung. Wir wollen unbedingt raus aus der Stadt. Oder sogar das Land verlassen. Ich träume von einem eigenen Haus an der Südküste. Kinder wären dann auch möglich. Mit dem Zug zu verschwinden wird nicht leicht. Ich habe keine Fahrkarte bekommen. Das muss ein Irrtum gewesen sein. Ehrlich gesagt ist die Nachbarschaft auch nicht besser. Aber hier habe ich zumindest Arbeit. Ich bin sicher, dass Sie herausfinden werden, wie man die Stadt verlassen und möglichst weit wegfahren kann. Tja, wie schaffen wir es jetzt, dass die... Können wir da einfach anrufen und sagen, hey, verkauft denen sofort Tickets. Können wir nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Können wir vielleicht nochmal einen tollen Bericht schreiben oder so? Über irgendjemanden? Über sie haben wir noch nichts gesammelt. Haben wir überhaupt über irgendjemanden was Neues gesammelt? Über die Alte? Über den Alten? Herr... Wie heißt der? Klaus Schimmer? Wohnt in Wohnung... Klaus Schimmer war der Alte, er wohnt in Wohnung
Ich habe keine Ahnung. In Wohnung 1. Er hat ja keinen Verstoß. Nein, ich möchte ein Profil. Ups. Klaus Schimmer in Wohnung 1 ist männlich, wohnt mit Maria Schimmer und ist ein Tabakverkäufer. Richtig? Genau. Spielt gerne Schach. Haben wir noch irgendwelche anderen tollen Informationen über irgendwelche tollen Menschen? Über den Arzt haben wir noch nichts. Über, ach, sie kocht gerne. Und er angelt gerne. Ja gut, das können wir rein theoretisch. Verstoß möchten wir ja nicht machen. Rosa Rannick aus Wohnung 3. Frau Rosa Rannick aus Wohnung 3 ist weiblich, wohnt mit Marc Rannick und ist Kantinenköchin. Und wo ist es da? Sie kocht gerne. Wahnsinn. Und der Marc Rannick aus Wohnung 3 ist männlich, wohnt mit Rosa Rannick, ist Tabakverkäufer. War er der Tabakverkäufer? Ich habe es schon wieder vergessen. Er war der Archivar. Entschuldigt. Er war der Angestellte des Archivs. Er angelt ganz gerne. Okay. Eieiei. Unsere Frau hat schon wieder irgendwas. Das ist Wahnsinn. Was tut ihr mit mir? Was ist Karl? Erfahren, was passiert ist. Martha fühlt sich schlechter, Karl. Das Aspirin hat nicht geholfen. Sie braucht einen Arzt. Finde einen Arzt. Willst du nicht mit Martha ins Krankenhaus? Wir waren bereits bei ihrem Arzt. Er hat uns empfohlen, Aspirin einzunehmen und die Nase mit Seife zu waschen. Mit Seife, Karl? Wie kann ich die Nase meines Kindes mit Seife waschen? Finde einen guten Arzt für unsere Tochter. Das ist, trifft sich gut. Wir haben uns nämlich mit einem Arzt gut gestellt, der da ist. Warum putzt er hier? Ich kann gerade nicht mit ihm reden, weil er mit Putzen beschäftigt. Ah, jetzt. Immer noch nicht. Jetzt. Er möchte nicht mit mir reden. Schweinerei. Ich bin der Vermieter. Man muss mit mir reden. Theaterskandal. Die erste Abendvorstellung des Stücks Von Liebe und Frieden aus der Hauptstadt wurde zum Skandal. Ein Teil des Publikums verließ den Saal vor dem Ende. Theaterstücke sollen echte Menschen porträtieren und keine dämlichen Geschichten zeigen, die nichts mit der Realität zu tun haben, sagt Bruno Raus, Leiter der Abteilung für Freizeitbeschäftigung der Fabrik Nummer 1. Die Verwaltung des Theaters versprach, das Stück aus dem Programm zu nehmen und sicherzustellen, dass zukünftige Aufführungen nicht die Gefühle der Arbeiter verletzen. Ist das nicht das, wo unser Sohnemann hingehen wollte? Schon mal bei der Flucht helfen. Meine Frau hat gesagt, dass die Pillen nicht geholfen haben. Sie möchte, dass ich einen Arzt finde. Och, herrje. Los, ab zur Frau, die jetzt gerade im Bett verschwunden ist. Okay. Oh, da kommt unser Sohn. Sieht nicht sehr glücklich aus. Meine Komplimente. Handeln. Sie möchte Alkohol. Die Bücher kann ich dann ja wahrscheinlich wieder verkaufen. Schokolade wahrscheinlich auch. Okay, sie möchte... Was ist das? Schallplatte. Ausländische Musik. Jeans. Ach so, hier kann ich alles Illegale kaufen. Was haben wir denn hier? Whisky. Das ist doch hochprozentig, oder? Also, hochprozentiger geht's wahrscheinlich nicht. Also zumindest jetzt hier in dem Spiel. Aber der ist so teuer. Und wir kriegen nur 500 dafür. Naja, wir nehmen mal den Whisky und gucken, ob der Arzt zu Hause ist. Denn unsere Tochter braucht ganz, ganz dringend Hilfe. Nicht, dass die stirbt. 29 Stunden? Los, beeil dich. Boah, hier könnten wir überall Kameras installieren. Wahnsinn. Betrunken und glücklich. So, hallo. Über Marthas Krankheit sprechen. Aloysius, meine Tochter ist krank. Können Sie sie untersuchen? Ich werde sie auf jeden Fall untersuchen. Das ist meine Pflicht. Ich bin Arzt. Juhu. Können wir jetzt dann vielleicht mit ihr quatschen? So, Hallo, mein Hübscher. Hallo. Clara den Alkohol geben. Sie haben um Alkohol gebeten. Was haben Sie mitgebracht? Whisky geben. Whisky? Okay. Letztes Mal habe ich mich...
habe ich mit so viel Energie getanzt, dass ich beide Absätze und ein paar Tische kaputt gemacht habe. Das waren gute Zeiten. Toll, aber wir haben nur 500 dafür bekommen. Oh, unsere Tochter wird untersucht. Lebe wohl, Vaterland. Verschwundene Brille. Verdammt. Oh, wir reden mit der Frau. Kaputter Fernseher. Leute! Karl, unser Fernseher ist kaputt. Pass bitte auf oder rufe einen Mechaniker. Ich werde nachsehen, wenn ich Zeit habe. Ich werde es so bald wie möglich richten. Danke, mein Lieber. Du bist ein echter... Was? Kann ich hier irgendwie helfen? Nein. Okay, kann ich ihn selber reparieren? Dafür brauchen wir was zum Reparieren. Kaufen wir. Dann haben wir beides mal im Inventar. Zur Not. So, damit ist der auch erledigt. Und jetzt müssen wir noch irgendwie eine Brille auftreiben. Und versuchen, dem einen bei der Flucht zu helfen. Aber wie? Nach der Flucht aus der Stadt fragen? Unglücklicherweise weisen alle Zeichen auf Selbstmord hin. Herrje, was? Kann ich irgendwie irgendwas tun? Ist hier jemand drin? Hier ist jemand drin. Oh. Ist das erlaubt? Getränke? Was hat der da gerade getan? Ist das erlaubt? Ist es verboten, Fische zu besitzen oder zu konsumieren? War das mit dem Alkohol irgendwie verboten oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Konversation beenden. Mit ihr können wir auch nichts tun. Ich weiß nicht, wie wir an eine Brille kommen sollen. Ich mach die Tür mal. Er hat jetzt auch wieder irgendwas. Oh. Aber der wohnt nicht hier, oder? Ich will nicht stehlen. Was haben wir hier? Notenblätter. Ausländischer Brief. Der Mieter steht mit jemandem im Ausland in Kontakt. Oh, Jemini. Auch keine Brille. Schiffsmodell. Wie soll ich denn jetzt an eine Brille kommen? Brief. Oh oh. Klaus Schimmer ist zum Glück nicht nach Hause gegangen. Da wären wir jetzt dran gewesen. Hier hat niemand irgendwie eine Brille oder sowas. Doch, da! Die stehlen wir. Achtung, Personen, die Besitztum anderer stehlen, werden strafrechtlich verfolgt. So, wir haben eine Brille gefunden. Dann klopfen wir mal hier oben und hoffen, dass der Alte zu Hause ist. Und wir ihm seine doofe Brille geben können, damit er weiter als Archivar arbeiten kann. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie wir dem anderen helfen sollen. Er ist nicht zu Hause. Hatte nicht vorher irgendjemand eine Quest oder so? War das der Arzt? Maria Schimmer. Die wird ja wahrscheinlich auch nicht wirklich was zu sagen haben. Hier ist keiner zu Hause. Fällt das nicht auf, wenn der Vermieter hier so rumsteht und... Kann ich hier vielleicht einfach mal eine Kamera installieren? Und dann ganz schnell wieder raus. Andererseits... Verdammt! Da ist der Alte, dem wir die Brille geben sollen. Ganz kurz... Ups. War das nicht... Doch hier, genau. Können wir ein bisschen mehr überwachen? Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt.
packen die Kamera hier mal hin. Und hier, oh oh, er kommt nach Hause. Er kommt nach Hause. Beeil dich. Wir reden mit ihm. Hallo. Fragen, was passiert ist. Nach Ergebnissen der Untersuchung fragen. Was ist mit meiner Tochter? Ich will sie nicht erschrecken, aber Martha geht es nicht gut. Sie hat starke Rasselgeräusche in der unteren Hälfte beider Lungenflügel. Sie braucht so schnell wie möglich Antibiotika. Und so sehr ich auch unsere einheimische Medizin mag, sie braucht etwas Importiertes. Die Einheimischen machen es nur schlimmer und es ist bereits sehr ernst. Eine Verzögerung könnte zum Tod führen. Das kostet 20.000 pro Kurs. Leider konnte ich nichts Billigeres finden. Quoten, Rezepte, Regelungen. Ich riskiere viel, um ihrer Kleinen zu helfen. Was? 92 Stunden? Wie soll ich das auftreiben? Ich bin am Rand des Untergangs. Sorgen Sie dafür, dass sie verschwindet. Sie hat mich enttäuscht. Was? Sie singt den ganzen Tag. Sie hat meine seltene Weinsammlung einfach zu ihren Freunden mitgenommen und sich nicht einmal dafür entschuldigt. Sie tanzt und sang, während ich unter Kopfschmerzen litt. Und keine Spur der Reue. Wie kann ich helfen? Sorgen Sie dafür, dass sie verschwindet. Bitte. Ich schaffe das nicht. Und ich wollte auf Kreuzfahrt fahren. Ich habe sogar schon die Tickets gekauft. Okay. Na gut, ich werde sie zwangsräumen. Wir werden mit Sicherheit irgendwas finden, um sie... Allerdings ist das auch schon wieder ziemlich hart, oder? Oh, sie raucht. Dann hat unser Sohnemann wieder irgendwas. Ja, Vater. Über die Minen, nach der Brille fragen, erfahren, was passiert. Hast du Probleme an der Uni, Sohn? Ja, Vater. Der Dekan hat einen weiteren Spendensammler beauftragt. Es ist eine Menge Geld und ich weiß nicht, woher ich so viel bekommen soll. Wie viel? 15.000! Was? Sind die verrückt? Das Volk hat kein Geld. Wenn das so weitergeht, ist keiner mehr übrig, um zu unterrichten. Aber das ist vielleicht die Absicht. Wir werden sehen, was wir tun können. Im schlimmsten Fall suchst du dir einen Job. Das Land braucht Bergarbeiter. Sehr lustig, Vati. Vielen Dank. Martha ist krank, Patrick. Wir brauchen eine Menge Geld, um sie zu retten. Und wer weiß, wie lange das dauern wird. Es könnte passieren, dass wir mehr und mehr Geld benötigen. Ich verstehe, Papa. Oh je, wir geraten also wirklich in eine Zwickmühle. Hallo, mein Hübscher. Hallo. Zwangsräumen. Nein, was? Patrick bittet um Geld. Die neue Freundin des Doktors nervt ihn ständig. Ich muss ihre Räumung einleiten. Besorgen Sie Kreuzfahrttickets. Oh Gott. Ich dachte, ich soll eine Brille besorgen. Ich glaube, der Alte hat hier oben gewohnt, richtig? Ach, da ist er doch. Nee. Stopp. Hier. Ups. Falsche Taste. Über die Brille sprechen. Haben Sie meine Brille gefunden? Ist das Ihre Brille? Nein. Meine hatte Klebeband am Ohrstück und die Fassung war... Was? Ist es nicht seine Brille? Kann ich denn eine Brille irgendwie... Seine Brille vielleicht kaufen? Also das ist echt... Aber dann kann ich sie ja verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass hier die perfekte Brille ist, oder? Hier gibt es auch nur eine normale Brille. Tja. Was tun? Auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Das ist Wahnsinn. Es ist echt, es wird immer mehr. Ich dachte, so allmählich kann ich vielleicht mal ein paar Sachen abhaken, aber vielleicht stelle ich mich beim Abhaken auch nur gerade total an. Das Schlimme ist, ich werde jetzt hier mal eine Aufnahmepause machen und ich weiß, wenn ich das Spiel in ein paar Tagen wieder anpacke, dann weiß ich wieder gar nichts und ihr dürft dann Spaß haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.